Ja, mir wird jetzt schon wieder schlecht, danke. Wie soll ich denn da rüberkommen? Danke! Ich weiß auch nicht, was ich mache. Ja. Ja. Okay. Springen, E drücken. Und aus... Nein, nicht ausweichen. Doch ausweichen. Was ist denn jetzt? Okay. Ich hasse diese Fähigkeit. Okay. Ich hab's gleich. Versprochen. So. Ha. Auf dich treffen wir nicht. Boah, ey, bitte. Ich weiß, ich sag gerade nichts, weil ich mich einfach fürchterlich konzentriere, weil, wie gesagt, das ist meine absolute Lieblingsfähigkeit. Ihr habt gerade gesehen, warum. Oh Gott, ey, Leute. Oh Gott. Mir wird schlecht dabei. Bitte lasst mich nach oben gehen. Bitte lass das hier mal irgendwann enden, weil sobald ich einen Fehler mache, bin ich wieder unten. Ich habe das Gefühl, ich laufe gerade im Kreis. Hä, ist die Plattform gerade hier raus? Ja, ne? Voll verwirrend. Helika. Also, grüne Fähigkeit. Oh Gott, Leute. Hallo. Ja. Ha. Steht nicht so offen. Drängt ihn durch die Tür. Wir müssen ihn von hier vertreiben. So, jetzt stehen wir erstmal hier und... So, jetzt haben wir das mit einer einfachen Kombi geschafft, die Plätze zu tauschen. Und jetzt kommt wieder dieses tolle Klick, 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 Klick. Je größer sie sind, desto mehr geben sie an. Passt auf, während ich die Heilung durchführe. Es ging so leicht. Ich habe das Gefühl, hier passiert noch irgendetwas. Anscheinend nicht. Okay. Aber es kommen noch knifflige Kämpfe mit dem. Wir haben ja noch drei Kämpfe mit dem offen. Und ja. Nächster Turm geheilt. Geheilt. Wir brauchen nur noch knapp 100 Lichtkeime, um die nächste Fähigkeit zu aktivieren. Ich kannte nie eine Königin. Jedenfalls nicht persönlich. Immer noch nicht. Wollt ihr euch mal entspannen? Ich weiß, dass das alles nicht so... Eure Mutter ist nicht da. Euer Vater hat Probleme. Aber ihr riskiert euer Leben, um alles richtig zu stellen. Eure Mutter wäre stolz auf euch. Ach, hey, ich... Vergesst es. Vielen Dank. Dankt mir nicht. Lächelt, Prinzesschen. Ihr leistet gute Arbeit. Ihr auch. Ich hoffe nur, eure Mutter weiß nichts von den Plünderungen und Priesterinnen. Und den Eseln und den... Ach, wisst ihr, Jungs sind eben Jungs.
Die Sprüche sind wirklich einfach schön in dem Spiel. Was geschah mit eurer Mutter? Sie starb. Nur mein Vater ist noch übrig. Euer Vater? Nach dem, was ihm in dem Baum passierte... Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Ich weiß, aber... Es spielt keine Rolle. Die Vergangenheit ist egal. Bis Ahriman besiegt ist, ist alles andere egal. Die Vergangenheit zählt nicht. Aber viele Leute benutzen sie als Ausrede, etwas Dummes zu tun. Sollen wir los und eure Türme befreien, bevor auch wir Vergangenheit sind? Noch welche da? So, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich auch erstmal für diese Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Prince of Persia 2008. Ciao! Willkommen zurück zu Prince of Persia 2008. Wir sind immer noch im Turm der Königin, das heißt in der Stadt des Lichts. Wir befinden uns nämlich gerade hier und müssen hier auch die Lichteinkeime einsammeln. Mit ihr geredet hatten wir bereits, denke ich mal. Was geschah mit eurer Mutter? Sie starb. Nur mein Vater ist noch übrig. Na, ich glaube, das hatten wir schon. Und deswegen wollen wir jetzt wieder an diesem tollen Turm die Lichtkeime einsammeln und den Ausgang suchen. Aber da nur hier was offen ist, kann man mit Sicherheit auch nur hier runter. So, und den Abgang, den kennen wir ja ungefähr. Ist ein bisschen angenehmer ohne die Schrägen. Oh mein Gott. So. Wollen wir direkt mal weiter runter und dann heißt es, wir müssen wieder hin und her laufen, bis wir alle Lichtkeime gefunden haben. So, genau den Ring treffen, dabei die ganze Zeit R drücken, damit wir auch nicht runterfallen. So, springen und wieder rechtsklick, um runterzukommen. Ich hoffe, die Musik ist nicht allzu laut. Huch, jetzt habe ich das nicht aufgepasst. Oh, das war knapp. Das war ein bisschen zu früh sogar schon. Jetzt sind wir echt so hochgekommen. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Aber wir haben endlich Boden gefunden. Ups. Nur um dann wieder runterzustürzen. Okay, wir können aber hier runter. Denke ich mal. Ja. Nun gut, dann rennen wir halt einmal hier im Kreis. Gucken nochmal an den Kanten. Aber wir sehen ja schon im Hintergrund relativ viele Lichtkeime aufblitzen. Deswegen bin ich da zuversichtlich, dass wir dort auch welche finden werden. Und kommen hoffentlich auch an allem heran. Hm, hier haben wir auch keinen. Hoch? Nee, hier auch nicht. Ihr wisst ja, ich bin sehr paranoid und gucke immer an den ganzen Rändern nach, ob sich welche hier befinden oder nicht. Denn hier zum Beispiel haben wir zwei an der Wand. Und dann ist natürlich unser Geschick beim Springen gefragt. So. Und da haben wir schon die nächsten zwei Lichtkeime. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal wieder ins Innere des Turms. Und ja, ist halt die Frage, wie wir das jetzt machen. Wir könnten natürlich jetzt einfach wieder hoch. Hier ist noch einer. Wieder hochrennen oder wieder runterrennen. Aber wahrscheinlich ist es praktischer, jetzt erstmal hochzugehen. Einfach aufgrund dessen, dass ich dann wieder hier beim Laufen habe. Boah, jetzt muss ich die auch noch einsammeln dabei, die ich habe. Einfach aufgrund dessen, dass wir dann gleich wieder runtergehen können und das war's dann auch schon erstmal. Ich weiß gar nicht, wer bei dieser Aktion atmet, ob der Prinz das ist oder ob sie das ist. Das klingt nämlich sehr gepaart, also sehr eigenartig. Aber naja, oh Gott, jetzt kommen hier die Sachen. Da wird mir ja immer schlecht. Und ich hoffe, wir sammeln jetzt alle Lichtkeime ein und so wie möglich. Sonst können wir die ganzen Mist nochmal machen.
Aber ich bin relativ zuversichtlich. Oh Gott, mir wird das also schlecht. Oh, oh, wow, das war knapp. Mich würde ja wirklich, wisst ihr, was mich interessieren würde? Mich würde ja wirklich mal derbes interessieren, wie denn das Level eigentlich aussieht. So. Jetzt haben wir auch hier oben die Lichtkeime eingesammelt. Wir gucken einmal runter. Wir haben natürlich überhaupt keine Ahnung, was wir hier abgelaufen sind. So sieht das eigentlich von gerade aus, von oben aus. Relativ normal. Oh, das ist sogar ein Update vom Krieger. Aber wir werden das niemals so normal erleben können, dürfen. Wahrscheinlich eher dürfen und gleich dürfen wir nochmal ein bisschen laufen. Aber mich... Ich muss irgendwas kurz machen. So, und dann wollen wir uns natürlich weiter auf den Turm nochmal begeben, damit wir auch diesen bald verlassen können. Und wir sehen, wir haben hier schon wieder ein paar grüne Lauffelder. Ich weiß gar nicht, wie die Kräfte richtig heißen, aber das ist ja nicht zu gewaltig gewesen. Wenn wir jetzt hier reingehen, müsste doch... Ah, hier ist das ja auf. Oh, jetzt haben wir beide Türen aufgemacht, anscheinend. Und dann wollen wir uns wieder auf den... beim, ja, runtergehen, ne? Komm schon! Wow, ja, ich habe ein bisschen die Tasten verklickt mal wieder, wie es immer ist. Ich glaube, ich wäre schon im Spiel so oft gestorben. Aber bin ich ja zum Glück nicht. Noch nicht. Springen. Das ist wirklich mein Lieblingsmove. Also gefällt mir super gut. Würde ich auch gerne selbst können. Oh, oh, Frames-Einbrüche. Das Tok Tok Tok, das war jetzt mein Handy. Das wird wahrscheinlich auch jetzt ein paar Mal trocken. Und dann sind wir auch schon wieder fast unten. So, dann gehen wir jetzt auch mal endlich weiter runter. Ich glaube, das häufigste Wort, das ich in der Krieg benutze, ist so. Ich weiß nicht warum. Hm. Ich versuche gerade, dem Drang zu widerstehen, es nochmal zu sagen. Wir müssen jetzt mal eben gucken, wie wir hier wieder runter denn kommen. Ah, ich habe die Idee. Ja, an der Plattform bin ich jetzt ganz bewusst weggerollt. Hier unten sind auch noch ein paar Lichtkeime. Noch mehr Licht. Ist hier drunter auch wieder sowas wie beim anderen Turm? Nein, aber wenigstens wurde aus den Vulkankratern wurden jetzt Seerosen. Und ich denke mal, ich muss die blaue Plattform verwenden, um an diese Lichtkeime zu kommen. Wenn ich natürlich jetzt mal hochkommen würde. Das müsste aber auch bedeuten, dass wir jetzt alle 45 hier finden können. Wir gehen noch einmal hier mit der Plattform hoch. Es kann ja sein, dass auf dem Weg von hier noch etwas gibt. Nein, dann rutschen wir wieder runter. Natürlich an der blauen Plattform vorbei. Okay, ja, dann müssen wir einmal gucken. Wir haben nur zwei Wege. Das ist schon mal, das reduziert schon mal. Ach, wir haben schon 31 hier. Ja, okay. Das reduziert dann schon mal alles und das bedeutet, wir müssen quasi nur noch einmal die Wege abgehen und sollten dann hoffentlich alles gefunden haben. Wow, das ist aber knapp. Hey! Wieso kann er sich denn da nicht festhalten, wenn ich jetzt verkacke oder was? Das ist doch definitiv was. Ah. Hm.